Das muss der sein, den der Jarl erfunden hat. Ida, Hector, du suchst nicht zufällig Arbeit? Hör mal, Hexer. Wir haben ein Problem mit Muire Diablen, du weißt schon. Ertrunkene. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Diablen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei. Mein Wort drauf. Ich hab dich in Blick. Todmüde, wie? Oh, hey. Erst stolzieren Sie hier rum, diese Festland. Messer taugen höchstens zum Zahnreinigen. Eine Axt, das ist eine Waffe. Auf Abenteuer, also wir fahren vom Plan Füße. Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Gellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis eines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Stellst du mich vor? Das ist mein Freund Geralt und das ist Birna. Witwe von Bran, des geliebten Verstorbenen. Die Königin Mutter. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Geralt. Bitte entschuldige, aber an einem Tag wie diesem kann ich nicht meiner Vorliebe für lange Gespräche frönen. Du hast also deine eigene Kleidung gewählt. Du weißt aber hoffentlich, dass wir zusammen wie Spitzenrüschen auf einer Streitaxt aussehen. Jeder hat seinen eigenen Stil. Ich mag keine Begräbnisse und keine Feiern. Ich weiß, halbrohes Fleisch und Teleportationen magst du auch nicht. Aber manchmal müssen wir alle die Zähne zusammenbeißen. Wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. Wer ist das? Und? Was habt ihr zum Abschiedsfest mitgebracht? Brot, Schafskäse,
Unser Wagen ist voller Beute, die den Schwarzen abgenommen haben. Geralt, da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Hm? Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Hm. Muss schon sagen, er steht dir. Möge deine Axt nie zerbrechen. Dame Yennefer, mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Die Ehre ist ganz meinerseits. So viele Gäste. Sie sind hier, um dem König die letzte Ehre zu erweisen und um zu sehen, wer Anspruch auf die Krone erhebt. Wir wollten mit Krachan Kreid sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht, direkt neben seiner Tochter Ceres. Folgt mir bitte. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten. Wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjörn, Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Ottrick Anhinder. Wir sitzen offenbar nur mit Jarlssöhnen zusammen. Ceres Ankret ist eine Jarlstochter, Geralt. Jarls Töchter sind Jarls Söhnen gleichgestellt. Schon gewusst, dass jeder Einzelne von Brands Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Ceres ist neidisch, denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen auf den Berg herausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer dein Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Hm, wo du ihn gerade erwähnst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auch. Und wenn ich ihn bezwinge, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht? Geralt? Gern. Wie sind die Regeln? Wer Chalmers Axt aus dem Baumstumpf auf dem Hügel zieht, hat gewonnen. Wer den Weg verlässt, hat verloren. Und ich hab schon fast gekotzt vor Langeweile. Los geht's! Da sind wir. Ihr müsst von hier aus die Spitze dieses Bergs erreichen. Dort seht ihr einen Eichenstumpf, in dem Chalmers Axt steckt. Wer sie zuerst rauszieht, hat gewonnen. Ich bin bereit. Rennt los, wenn ich ins Horn stoße. Zeig der Kleinen, wo sie hingehört. Schnell, der Axt!
gewonnen, aber nur um Haaresbreite. Spielt keine Rolle. Man gewinnt oder verliert. Und ich habe verloren. Gehen wir zurück zum Leichenschmaus. Ja. Ich sehe, der Leichenschmaus ist schon in vollem Gange. Hab euch nicht mehr gesehen. Wer hat gewonnen? Ich hab verloren. Gegen einen Hexersperber. Hätte jedem von uns passieren können. Schluss mit dem Geschwätz. Trinken wir. Auf Zeus. Met und einen Krug für den Mann. Auf Bran. Möge es ihm im Jenseits an nichts fehlen. Auf meine wunderschöne Begleiterin. Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter. Wirklich? In der Tat. Wir müssen reden. Nicht hier. Hinter dieser Tür sollst du alles erfahren. Schämst du dich nicht? Was hast du in den Innereien des Tieres gesehen? Ich hätte einen Festländer heiraten wollen. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Yaldona Anhinda und Yalugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab, steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Genug. Das klären wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Regelt das draußen. Wer zum Teufel bist du, dass du mir Befehle erteilst? Jemand mit besseren Manieren. Du beleidigst Brans Andenken und Krachs Gastfreundschaft. Der Kaiser wäre hocherfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Beruhige dich, Lukas. Mir sagt kein Weibstück, wie ich zu kämpfen habe. Das war nicht meine Absicht. Gehen wir, Geralt. Diese Diskussion führt zu nichts. Fernenufer muss ich fahren. Das finstere, weite Meer werde ich. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissaks Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Ich nehme an, Moissak ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Komm, Geralt. Nun erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Genau. Wandteppich.
Spatzen piepsen und Stare zwitschern. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen, Goldfinken trällern und Kraniche rufen, während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja, Nachtigallen singen. Das war nah dran. Die lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissacs Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang.